Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. In der letzten Folge haben wir einen alten Bekannten, zumindest erst einmal vorübergehend, wieder in unser Team aufnehmen können. Shepard und Vakarian sind wieder vereint und stellen sich jetzt gemeinsam der Reaper-Invasion auf Palavan entgegen. Im Moment müssen wir das Flugfeld beschützen. Marodeure. Bilde ich mir das nur ein oder sehen diese Reaper aus wie Turianer? Sie haben recht. Die sehen so aus. Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir hier turianische Hasts kriegen, ne? Und wir haben, glaube ich, auch schon unseren Codex-Eintrag für diese Folge hier gefunden. Ich sollte vielleicht nebenbei auch mal auf Disruptor-Munition schalten. Einfach nur, damit wir mal irgendeine Art von Bonus auf unseren Schiffen haben. Wir hatten das gerade schon wieder Bums gemacht. Das Flugfeld darf nicht fallen. Wir brauchen diese Jäger in der Luft. Pfui. Das ist wieder Marodeure. Marodeure sind fies, weil Marodeure Waffen können. Und natürlich Schusswaffen haben. Aua. Na, Putt-Putt. Einen ungewöhnlichen... Oh Gott. Ah. Nein, bleib weg von mir. Ungewöhnlichen Selbsterhaltungstrieb, wollte ich gerade sagen. Ich meine... Diese Reaper gehen ja sogar in Deckung. Ich sollte vielleicht doch mal die Waffe wechseln. Okay, jetzt wird es gerade wieder etwas ruhiger hier. Oh, der Reaper, der macht mich so nervös. Das glaubt ihr gar nicht. Hier liegt ein Upgrade rum. Gut, dass ich das noch gefunden habe. Da liegt hier drüben auch noch irgendwas, bevor wir zum General zurückkehren. Man will ja auch nicht einfach irgendwas liegen lassen hier, ne? Oh, guck mal, da ist eine turianische Fregatte abgestürzt. Könnte auch ein Schlachtschiff sein. Vor ein paar Monaten hätte ich euch das noch genau sagen können. Da hatte ich das alles im Kopf. So, liegt hier oben noch was? Da liegt noch was. Vorräte. Okay, können wir also erstmal wieder zurück, ja? Dieses Präzisionsgewehr mit immer nur einem Schuss ist vielleicht auch nicht die richtige Waffe gegen Husks, ist mir gerade so als Idee gekommen. Shepard, bitte komm. Ich höre. Ich komme. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. Tja, dann werden sie da nicht durchkommen. Oh, Level Up. Coole Sache, aber etwas, womit wir uns beschäftigen... Das wollte ich nicht. Falsche Taste. Eigentlich wollte ich auf die Predator umschalten. So, Hauptbarrikade ist wo? Hier, wa? Ui. Mwahaha. Hat. Kann ich nicht zulassen. Es sind entschieden zu viele. Wir
ja Pillefalle. Achtung, da kommt noch eine... Was? Alte Redensart der Mensch. Pillefalle. Da kommt noch eine Delle, die ist auf der anderen Seite. Aber ja. Ah. Entschieden zu viele. Gott sei Dank alles Husks, aber trotzdem. Na gut, das heißt alles Husks, also die menschlichen Husks, weil Husks sind ja alles. Ich hab mitgebaut. Dass der aber auch nur so wenig Schuss hat, das Ding hier. Was du? Was zum Teufel ist das? Saren? Das Ding sieht aus wie Saren, oder? Au. Oh, ist das eine Scheißsteuerung. Ein Rohling? Stirb doch, den Monster! Okay, der ist anscheinend nur von hinten. Woi! Ich muss hier weg. Ach du Scheiße. Ja, wende mir deinen Rücken zu. Wunderbar, so muss das aussehen. Oh, haben wir gerade den Rohling zerstört? Ha. Wunderbar. Es geht doch. Hier ist General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ender, Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Ich meine, wenn wir hier schon mal dabei sind, ne? Boah, jetzt haben wir schon wieder zwei neue Reaper-Einheiten und, na gut, mal gucken, wie wir es mit dem Codex machen. Vielleicht stelle ich auch beide Einheiten dann in dieser Folge vor. Weil wir haben ja noch so viele Codex-Einträge vor uns. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. In anderen Worten, das geht nicht schnell. Definitiv geht das nicht schnell. Gehen wir auf diesen Reaper zu? Warum gehen wir auf den Reaper zu? Oh. Verdammt. Ich will nicht. Sehen Sie sich Palavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Shit. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Ja, so sieht's nämlich aus. Niemand war darauf vorbereitet. Wie will man sich auch auf etwas vorbereiten, was in der Vergangenheit schon mehrfach die ganze Galaxis ausgelöscht hat? Es ist utopisch, sich das vorzustellen, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Die Proteaner waren wesentlich weiterentwickelt als wir. Und sie hatten keine Chance. Und guckt mal da. Ein trojanisches Schiff. Gucken, wie lange sich das noch hält, wa? Ich glaube nicht sehr lange. Wir haben keine Chance. Husks!
Okay, Waffe nachladen und dann. Und in New York. Wimmelt es. Nee. Von diesen ekligen Drecksdingern. Wechseln wir mal die Waffe. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ach, das wird schon. Das kotzt mich an. Aber sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen zusammenarbeiten. Oh Gott, das nächste Schiff stürzt ab. Heuschrecke! Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir. Wir schaffen das schon. Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde. Er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Gleich wieder ein bisschen Zeug einsammeln. Richtung Süden war er unterwegs. Wenn ihr mir jetzt noch sagen könntet, wo Süden ist, dann wäre ich euch sehr angetan. Wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? 50? 75? Ich bin nicht sicher. Könnt ihr hinkommen? Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Von der Mannschaft an Bord ganz zu schweigen. Ja. Ja. Wir sollten gehen. Ach, das Schiff, was hier... Ich sei nach Süden unterwegs. Was hier geflogen ist, geschwebt hat, gekämpft hat, ist weg. Ist wahrscheinlich gerade abgestürzt, das meinten die wahrscheinlich. Und ich habe es natürlich wieder nicht gesehen, weil ich zu sehr mit Looten beschäftigt war. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Ja. Diese verdammten Reaper. Aber wie sollen wir diese Monster aufhalten? Was für eine Waffe kann das sein, die Reaper stoppen kann? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, eigentlich haben wir keine Chance. Und die werden wir nutzen. Also, Loco, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Eigentlich. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Genau. Und deshalb passen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Ich sehe das noch nicht, dass sie sich uns nicht anschließen werden. Denn auch die Kroganer und die Batarianer stehen vor dem Untergang, genau wie der Rest der Galaxis. Jetzt ist der Moment, wo wir wirklich alle zusammenhalten müssen. Jetzt oder nie. Ich glaube, ich habe unser Ziel gefunden. Obwohl, da steht auch noch ein Türmchen. Aber wir müssen da lang. Da dürfte uns unser Weg sowieso lang führen. Das ist der Vorteil an Schlauchleveln à la Call of Duty. Ja, man kommt überall vorbei, wo es wichtig ist. Stellt euch Mass Effect mal als Open World vor. Ich bin ja nicht so der Fan von Open World. Ich meine, ich finde Open World ganz nett, wie es in manchen Spielen gemacht ist. Dead Island zum Beispiel oder Dying Light. Das aber Far Cry zum Beispiel, okay, das ist mir schon wieder zu viel Open Kein World. Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg. Direkt hinter ihn. Weil da gibt's so viel zu tun, dass man die Story komplett aus dem Blickfeld verliert. Man muss da ein gesundes Mittelmaß finden, meine ich. Au! Okay, ihr Säcke. Ihr habt ja so gewollt. So, da ist noch einer. Da ist eine Granate, ne? Muss ich mir Sorgen machen? Au. Nee, nicht wirklich.
So, die großen Viecher sind erledigt. Das sind jetzt nur ein paar Kannibalen, also Batterianer-Husks. So, aber wenn die Marodeure die Husks der Turianer sind, was sind dann die Rohlinge? Kroganer? Wo kommen denn hier Kroganer her? Oder einfach nochmal was völlig anderes. Kann man aus einer Spezies mehr als eine Form von Husk herstellen? Ja, geht. Wissen wir ja. Weil wir haben ja die Husks und die Abominations kennengelernt, die beide aus Menschen hergestellt worden sind. Und sich ja im Prinzip auch sehr ähnlich waren. Auf der anderen Seite, Marodeure und Rohlinge haben ja quasi gar nichts miteinander gemeint. Das sieht aus, als ob hier noch was liegt. Ja. Hey! Na, Schatzelein! Können wir mal gucken, ob wir mit dem Harpunengewehr hier vorankommen. Solange er nicht auf uns fixiert ist, finde ich. Was sagte ich gerade? Uiuiuiui! Ich gehe auf Abstand, sagte ich gerade. So. Tschüss mal. Uiuiui. Da sind ja noch mehr. Und da ist er platt. Okay. So. Können wir sonst noch was für euch tun, Leute? Ach. Da sind ja noch Bösewichte. Ich sag das doch gleich. Boah, diese Geräusche, die die machen, das ist schon krass. Ich wollte euch den auch mal so richtig schön zeigen. Einer der Gründe, warum ich so dicht rangegangen bin. Die sind aber auch... Da kommt schon wieder so ein großer. Da sind zwei große! Bin ich hier sicher für euch? So, da haben wir einen schon mal erledigt. Die Jungs hatten einen brutalen Kampf. Und da ist der zweite down. Immer nachsetzen! So, hier komm, wo ist jetzt der Marodeur? Da versteckt er sich. Auch der ist erledigt. Ich wechsle mal wieder die Waffe. Aber wir müssen unsere Waffen echt mal upgraden. So wirklich Wumms haben die gar nicht mehr. Im Vergleich zu unserem Einsatz gegen Cerberus. Boah, ist das langsam mal gut hier. Dramatische Musik spielt jetzt da. So, das scheint es gewesen zu sein. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Speicherpunkt gekriegt. Okay, so, gibt es hier nebenbei noch irgendwas zum Aufsammeln? Bevor wir mit dem guten General da oben sprechen. Weil man kann ja mal gucken, ne? Ich bin schließlich Looter King. Moin! General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch.
Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ich halte nicht viel von Vorschriften. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man es gar nicht ist. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Vectus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Marodeure sind geerntete Turianer, die andere Reaper-Truppen befehligen und beschützen. Die schlanken, gepanzerten Kreaturen sind an sich schon eine Bedrohung. Aber wenn sie einen Reaper-Einsatztrupp anführen, sind sie besonders gefährlich. Allianz-Marines haben beobachtet, wie Marodeure, Husks und Kannibalen in ein Band aus Energie einhüllten, das dann eine Art Panzerschale bildete. Die Standardanweisung der Allianz bei der Begegnung mit einem Marodeur, wenn Husks und Kannibalen dabei sind, lautet daher, den Marodeur zuerst ins Visier zu nehmen.